Moinse, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angezockt, oder genauer gesagt, einem Angezockt Let's Play. Und zwar, das ist der My Corp Cargo Simulator. So, wir stellen mal Deutsch ein. Ja? Ja? Okay. So. Option hatte ich, glaube ich, schon eingesetzt, geändert. Genau, hier Grafik. Grafik Low. Lulus. Medium, High, Ultra. Wollen wir mal Ultra probieren? Schauen wir mal, was er sagt. Okay. Wir werden es sehen. Spielweise. So. Gut, dann zurück. Wir starten mal ein neues Spiel. Hallo, unser Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Wir wollten Ihnen einen Teil unseres Spiels zeigen, bevor wir die Early Access Version veröffentlichen. Wir können durchaus Fehler machen. Sie können einen Thread in Steam-Diskussionen öffnen oder unseren Discord-Server besuchen, um unsere Fehler zu melden und Vorschläge zu machen. Grüße, No King Interactive Merchant Games. Genau, von denen habe ich auch diesen Key bekommen, dieses Spiel, freundlicherweise. Und dafür einmal vielen, vielen Dank. Und wir werden uns jetzt einfach dieses Spiel einmal anschauen. So, My Cargo Corp. Gut. So. Drehen, Spiel beginnen, WASD, E-Interaktion. Okay. So, so drehen wir uns. Okay. Cool aus, oder? Hey, oh. Hallo, wie geht es dir? Hey. Ja, wie geht's mir denn? Drücken Sie 1, 2, 3. Ich nehme mal die 2. Danke, dass du nach mir gefragt hast. Ich habe Ihnen gerade $600 geschickt. Wenn du tust, was du willst, werde ich alles tun, um dir zu helfen, auf deinen eigenen Füßen zu stehen. Ich habe einen sehr passenden Laden gefunden. Mieten Sie es jetzt. Hm? Schön, dass du Opa sie zu mir sagst. Mein Sohn, das Erste, was ich getan habe, war, dir den Standort des Ladens zu schicken. Es ist bereits ganz in der Nähe des Ortes, an dem Sie gelandet sind. Mieten Sie es jetzt. Okay. Achso, ich muss erstmal hin. Mhm. So, da gucken wir mal. Das müsste ja der hier sein, nicht wahr? So, jetzt mieten. Wunderbar. Nun müssen Sie den Namen und das Logo des Shops festlegen. Tatsächlich habe ich mir die Fotos des Ladens angeschaut und festgestellt, dass es innen ziemlich dreckig war. Sie müssen es sofort reinigen. Nach dem Putzen müssen Sie etwas mit dem Computer essen. Das Essen kommt automatisch in den Schrank. Übrigens, mein Sohn, du musst in dem alten Bett im Laden schlafen. Wenn man Millionär werden will, muss man Probleme haben. Erledige diese Aufgaben, die ich dir gegeben habe, und nimm morgen deine ersten Bestellungen entgegen. Oh, wie geil ist das denn? Eine richtig desaströse Übersetzung. Boah, ist das pervers geil. So, wie wollen wir denn die Filiale nennen? Ja. Rödelschuppen. Schrottschuppen. Na nee, ich bin ja so ein Lieferrand, ne? Also, sagt ihr mal. Komm, wir nehmen das hier auf jeden Fall. So, ich weiß es nicht. Speedy Fix. So, Speedy Fix. Wir speeditieren fix, ganz schnell. So, schließen. Hallo, guten Tag. So, Müll beseitigen. Ist der Müll draußen oder hier drin? Hier. Ja, die Maus lässt sich so. Oh,
hier gibt's Licht. Mach mal aus, es ist sehr hell. So gefällt mir das besser. Schauen wir mal zu die Tür. Warte mal, ich muss mal kurz die Maus hier ein bisschen schneller machen. So, warte mal. Ja, ich will es ja auch nicht speichern. So, zurück. Wieder aufnehmen. Okay, irgendwie geht das nicht schnell. So. Ah ja. Geht das von hier einfach? Ich probier's. Krass. So. Genau, ich soll mit dem Computer essen. Zeig mal. Forscher, Müll. Markt. Oh. Wie viel Geld habe ich denn? Ein bisschen habe ich noch. Also bestelle ich mir ein Hamburger. Ein bisschen Schokolade. Ein Kuchen natürlich. Das Ding. Und eine Banane muss dabei sein. Wir müssen ja ein bisschen gesund leben, nicht wahr? So, raus hier. Ist etwas aus dem Kühlschrank. So. Wir essen mal einen Hamburger. So, und jetzt gehen wir hier wieder raus. Zack. Nein. Komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder? Achso, eh. Da steht's ja. So, geh aufs Sofa und schlafe. Okay. Gute Nacht. Will nicht, ich muss. Tägliches Einkommen. Minus 68. Ist nicht viel. Und? Oh. Guten Morgen, mein Sohn. Jetzt müssen Sie Geschäfte machen. Sie. Öffnen Sie das geschlossene Schild an der Ladentür. Wiegen Sie dann die Ladung der ankommenden Kunden und behalten Sie das Gewicht im Auge. Nehmen Sie dann den Ausweis des Kunden und nehmen Sie die erforderliche Registrierung vor. Okay. Gut, ja, dann kommt mal rangerutscht auf einen Zentimeter hier. Was ist denn das alles? Steckdose? Hallo, wo seid ihr? So, wie viel wiege ich? 71 Kilo? Du Fettsack. So. Was haben wir hier? Nichts. Die Kunden kommen ab 8 Uhr. Ah ja. Guten Tag. Was darf sein? Hallo? Diese Art von Parzellen kann nicht innerhalb auf der Stadt verteilt werden. Sie können die Kartons auf dem Fahrzeug laden, dass es um 20 Uhr kommt. Okay. So, einmal wiegen. Hey. Er schmeißt es einfach. Hey. So. 34, okay. So, einmal raus hier. Wie komme ich hier wieder raus? Hä? Nee, so nicht. Aha. Hier. Ladung. Empfohlener Frachtgewicht. Ah, ich muss eingeben. 34 waren es, ne? Dein Preis. So. Danke. Bitteschön. Gut gemacht, mein Sohn. Du lebst noch. Haha. Dann müssen Sie die Pakete, die Sie erhalten haben, an Ihre Adressen liefern. Sie haben maximal 3 Tage Zeit, um jede Box zu liefern. Da Sie keine Mitarbeiter haben, registrieren und verteilen Sie die Pakete. Ja. Außerdem werden sie die Fracht zunächst nur zu Fuß transportieren. Das Schlimmste ist, dass du sie einen nach dem anderen trägst. Dann recherchieren sie und besorgen sie sich eine Tasche. Du verschiebst mehr Boxen. Sparen sie ihr Geld und vergessen sie nicht, ein Fahrrad zu kaufen. Du kannst auch Motoren und andere Fahrzeuge kaufen, aber du brauchst viel Geld. Fangen wir an. Okay, um die Fracht zu verteilen, wähle das Paket mit der Taste E aus, verlasse anschließend den Shop. Das, was du siehst auf der Karte, unten links. Okay. So. Wo ist das Paket hin? Hallo? Wie soll ich das denn verteilen? So, okay. Okay, das Ding wiegt 13. So. Ach, 13, empfohlener Preis. Nö. Ich will mehr haben. Danke. Bitteschön. Oh Gott, nein. Die Stimme von dem war die, die man ewig bei TikTok hört. Warum? Wo sind meine Pakete hin?
Wie soll ich hier denn Pakete ausliefern, wenn ich keine habe? So, acht. Moment. Ich leg das Ding jetzt mal hier oben drauf. So. So, acht hat das Ding gewogen. Frachtpreis 6. 8. Bäm. Kein Dankeschön. Hä? Hey? Wo sind die Pakete hin? Sind die hier drinne? Hallo? Dies sind Frachten, die innerhalb der Stadt verteilt werden sollten. Stellen Sie sie einfach an der Tür ab. Okay. Jo, hi. Was geht ab, Bruder? 18. Okay. So. Gut. 18. Empfohlener Preis 8. Es geht mit euch. Das ist aber... Danke. Bitte. Okay. Hä? Hey, lass mich mal kurz vor die Tür. Wo sind denn die anderen Pakete hin? Ja, ich komm schon. Ich komm ja schon. Stress nicht so rum, Tante Emma. Geht schon weiter. So, was wiegt das Ding? 13, okay. So. Machen wir doch mal hier. 13, 8. 10. So ist das. Bitteschön. Okay. So, das Ding ist auch schon wieder weg. Warte, komm, ich nehme das Teil jetzt mal. Du wartest jetzt, ich muss irgendwo hin. Hallo? Ah ja. Hier sehen wir, wo wir langlaufen müssen. Okay, lass uns mal auf den Weg. Hier rüber, okay. Boah, wo muss das denn hin? Boah! Das ist schon eine krasse Sache hier. Guten Tag. Alter! Ah. Ding dong. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Hat sich irgendeiner den Weg gemerkt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo mein Zuhause ist. Aufgaben, sparen Sie 250 Dollar. Mhm. Mache ich dann irgendwann mal. So, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Energie. So, ich habe 42 Dollar. Ja, ich habe es geschafft. Ich hätte gern dieses Auto. Gucken, ob die da noch stehen oder ob die schon wieder abgehauen sind. So. Jetzt mieten? Für was? So, steht da noch. Guten Tag. So, den nehmen wir. Oh, spielt Musik. 29 wiegt er. Okay. So, einmal. Gut, dann halt dahin. So, 29 ist 12, also machen wir 14. Ja? Danke. Bitteschön. Ist es noch da? Okay. Kann ich also selber wegbringen nachher. Aber willst du mich verkackeiern? So. Wie spät haben wir es denn? 11 Uhr noch was. Oh, das ist aber... Jupp, hallo? Bin schon da. Dankeschön. Guten Tag. Auch 29. Ich schmeiß das einfach. Dann hält es wenigstens. So. 29. 14. Genehmigen. Danke. Bitteschön. Tschüss. Okay, das Ding ist schon wieder weg. Warum ist das schon wieder weg? Wo ist es hin? Oh. Sagt mir das. Guten Tag. Hallo? So, ich nehme das mal. Bin mal so frei. 43. So. Na, halt. Da oben drauf. Da oben drauf. Hoch. Eieieiei. Okay, dann halt nach da unten. Was hatte ich gesagt? 43, ne? So. Ob wir die auch bescheißen können? So. Danke. Bitteschön. So, 74 haben wir. Das Ding liegt hier noch. Okay.
Ich soll 250 sparen. Warum? Kriege ich dann ein Fahrrad? So. Hallo? Hallo. Ja, das ist definitiv dieser AI. Wie schwer war es denn? 29, ne? Komm her. Oh Mann. 27. Hätte ich ihn jetzt um zwei Stück fast abgezockt. Uiuiuiui. So. 27. Der das überhaupt weiß? Vielleicht hätte ich ihm ja erzählen können. Danke. 36. So. Okay, komm mal her. Hey, hör auf damit. Hey. So, okay. Ja, schrei mich nicht so an. Ich bin alt und herzkrank. 38 kostet das. Okay, das wird mit dem Auto weggefahren. Nicht 38 kostet das. 38 wiegt das. So, also haben wir hier 16. Danke. Bitteschön. Ist schon weg? Nein. Ja, wo sind die anderen hin? Boah, Alter. So. Hallo? Na? Jetzt ein paar Fußbälle wegschicken? So, 32. Okay. 3, 2. Kost 16. Danke. Bitteschön. Tschüss. Warum 104? Ist schon wieder weg. Was liegt dahinter? Komm her. Oh. Hallo. So, okay. Das wird auch mit dem Auto weggebracht. 8. Wie niedlich. So, 8. Weiß es auch 8. So. Warum kriege ich kein Geld mehr? Was ist los hier? Muss ich erstmal ein paar wegbringen? Nee. So, hier, warte mal. Jetzt, du wartest jetzt. So, ich muss jetzt mal gucken. Hallo. Hallo. Hoffentlich muss ich nicht schon wieder so weit laufen. Gut, ich meine, ich habe es ja eben auch gefunden. Ne? Also zurückgefunden, meine ich. Ja. Ach, dein Ernst jetzt? Warum ist das alles so weit? Und vor allem, ich wette, die Leute, die die Pakete zu mir bringen, kommen direkt vom Nachbarn. Also, das ist deren Nachbarschaft da. Da verwette ich meinen Allerwertesten drauf. So, mal ganz kurz ein bisschen Energie sammeln. Hoppala. So, ah, da vorne. Ui, ist das weit. Das ist verdammt weit. Da könnte es sein, dass ich bei manchen nur das Geld bekomme, wenn ich es dann wirklich abgegeben habe. Hä? Der jetzt hier drüben? Arschen? Da ist es doch. Ding Dong. Komm mal vorbei. So, wir haben es 2:30 gerade in dem Spiel. Kann man hier nicht irgendwie abkürzen oder so? Meine Güte. Das ist aber elendig langer Weg. So, muss aber wieder ein bisschen chillen. Ich selbst muss mal ein bisschen was trinken. So. Und noch ein bisschen weiterlaufen. Boah, alter Falter. Der hat mich echt in die Walachei geschickt hier. Ah, da ist mein Laden, ja. So. Wupp. Wupp. Jetzt mieten. Nee, habe ich bestimmt kein Geld für. Ja, ich bin ja schon da. Press nicht rum, Digga. Das läuft schon. 13. Ich hätte den Preis, also den Betrag gerne jetzt sofort. Danke. Ich hab zu danken. So. Okay. So, Freunde, das war's dann jetzt erst einmal für diese Folge. Hallo?
Ja, hallo. Du wartest jetzt bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, was das Zeug hält und abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts weiter von diesen Spielen verpasst. Und in den nächsten Tagen, kommen halt auch noch so das ein oder andere geile Spiel raus und das wird natürlich auch auf diesem Kanal gezeigt. Also, haltet euch diese Tage frei, kommt rein und schaut, was passiert. Bis dahin, macht's gut. Ciao.